Ja, das ist mein Bass und Reich. Ihre, ne? Ja. Ihre. Ja, und mein Bass und. Da kommen manchmal dolle Ideen, da liegt Akku. Ja, hier so sieht es bei mir aus. Ihre wild. Nur für mich der Raum. So, jetzt zur Entspannung mache ich ab und zu mal kleine Experimente. Und eins will ich heute zeigen, so Phänomene. Ja, was braucht man dafür? Da braucht man hier so ein Draht. Jede Menge alte Akkus, ob die voll sind, ob die leer sind, ob das Akkus sind, ob das Batterien sind, ist egal. Und das Wichtigste, Magnet. Ich habe hier nur so zwei kleine, da geht dann auch mit. So, ja. Ein Draht, am besten was leitet. Logisch, ich habe hier einmal so ein Blumendraht genommen, habe ich zusammengedreht, das ist wichtig. Ja, und dann stellt man diese leeren Batterien mal auf, einfach im Kreis, ein bisschen gleichmäßig. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ne? Das ist auch kein Feng Shui oder sonst irgendwas. Ich habe das mal gehört, habe das probiert, konnte es nicht glauben und es funktioniert. So einfach ist das. So, mal versuchen, den Kreis ein bisschen gleichmäßig. Bisschen gleichmäßig. Jo, sieht gleichmäßig aus. So, jetzt kommt's. Jetzt muss ich das hier irgendwie an den Magneten festmachen. Könnte es auch kleben. Und dann soll wohl so eine Art Spule bilden oder was. Jetzt muss ich das irgendwie ganz geschickt hier in der Mitte platzieren. Oh, es ruckelt schon. Und da, er dreht sich. Langsam. Ich weiß nicht, ob es mehr wird, wenn ich noch ein paar Akkus dabei sitze. Habe ich noch nicht probiert. Mehr habe ich nicht. Einen habe ich noch vergessen. Da liegt er. Ja, da ist nur ein Magnet unten dran. Und irgendwie irre. Irgendwie irre. Dieser kleine Magnet. Ja, das ist doll. Perpetuum mobile, würde ich sagen, ist das. Ob die voll sind oder leer. Ich habe gar nicht geguckt. Da ist die Hälfte bestimmt voll leer. Und es hat beim ersten Mal geklappt. Wollte ich euch nicht vorenthalten. So, das war's mal wieder für heute. Einfach mal nachbauen. Ja, und die ganze Familie verblüffen.